dringlichsten Aufgaben wirtschaftspolitischer Natur beleuchtet. Ich glaube, es bleibt mir zu sagen, dass das, was sich gestern auf unseren Straßen abgespielt hat, anlässlich des 7. Oktobers, das ist Ausfluss einer gescheiterten Migrationspolitik. Das, was wir gesehen haben auf Berliner Straßen, auch in Frankfurt, ist beschämend. Und ich muss hier ganz klar sagen, dass so eine migrantische Randale unter einer AfD-geführten Regierung nicht möglich wäre. Diese Menschen, die unsere Innenstädte anzünden, Polizisten drangsalieren, hier Krawall machen, die gehören nicht in unser Land, um es ganz deutlich zu sagen. Und vielleicht lassen Sie mich auch noch etwas sagen, was in den letzten Tagen medial auch gespielt wurde. Der Verbotsantrag gegen die Alternative für Deutschland. Schauen Sie, dieser Verbotsantrag spiegelt den undemokratischen Ungeist der Konkurrenzparteien wider. Und er spiegelt auch wider, wie zerstritten die Parteien nicht nur in dieser Frage sind. Und darum ist dieser Antrag auch zum Scheitern verurteilt. Nicht, dass er überhaupt gar keinen Bestand hätte, darum geht es nicht. Dieser Antrag wird im Bundestag überhaupt gar nicht erst passieren. Aus den genannten Gründen. Sie können nicht 20% der Bürger in der Bundesrepublik Deutschland von der demokratischen Teilhabe ausschließen. Es ist nicht möglich. Es ist undemokratisch. Und das wird auch innerhalb der anderen Parteien thematisiert, warum beispielsweise auch die Fraktionen und Parteispitzen dagegen sind. Und das aus gutem Recht. Also wir blicken dem, weil dazu auch immer wieder Fragen kommen, sehr gelassen entgegen, weil dieser Antrag von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist. Fragen? Ja, danke, Frau Weidel. Das ist noch nichts drauf, glaube ich. Ja. Frau Weidel, Sie hatten jetzt davon gesprochen, der AfD-Verbotsantrag, der sich da abzeichnet, fraktionsübergreifend sei zum Scheitern verurteilt. Inwiefern können Sie denn schon eine juristische Bewertung vornehmen, inwiefern er zum Scheitern verurteilt ist? Also ich habe es gerade beurteilt aus der politischen Mehrheitsperspektive. Ich glaube nicht, dass dieser Antrag eine Mehrheit im Bundestag findet, Punkt 1. Punkt 2 ist, dass der Antrag schwach begründet ist. Ich meine, warum auch? Sie finden im AfD-Programm bürgerliche, vernünftige Politik und dementsprechend muss man das auch gar nicht weiter thematisieren. Und darum ist das gesamte Projekt einfach zum Scheitern verurteilt. Aber viel wichtiger ist nochmal das, was ich eben betont habe. Es widerspiegelt einen undemokratischen Ungeist, der sich hier breit macht. Eine Konkurrenzpartei, ein Mitwettbewerber wie die Alternative für Deutschland einfach mundtot zu machen und damit 20% bundesweiter Wähler. Und allein das ist schon ein Widerspruch in sich und lässt tief blicken, warum die Bewertung eindeutig ist. Genauso undemokratisch wie dieses Ansinnen eines Verbotsantrages ist die Brandmauer. Jede Brandmauer-Diskussion. Warum soll man einen Wahlgewinner permanent ausschließen und Bündnisse zwischen Wahlverlierern schmieden und permanent Wahlgewinner von der demokratischen Teilhabe ausschließen? Das lässt sich nicht durchhalten. Es ist auch ein strategisches Dilemma für die CDU im Übrigen, die sich nur mit linken Koalitionspartnern einlassen kann. Das wird ihr im Bundestagswahlkampf auf die Füße fallen. Sie kann gerne mit AfD-Position Wahlkampf machen, aber jeder weiß, sie kann nichts von dem, was sie den Bürgern verspricht, kann sie umsetzen mit linken Parteien. Sie kann diese Sachen nur umsetzen zusammen mit der AfD, weil die Alternative für Deutschland das Original ist.